Hi Leute, Desano hier. Wir sind wieder auf dem PTS und ich möchte euch mit euch über eine Sache sprechen, die ich an dem Update besonders feiere. Eigentlich hätte das meines Erachtens von Anfang an schon so sein müssen, war es aber nie. Keine Ahnung wieso, was die da geraucht haben. Aber ich meine, besser spät als nie. Aber die Sache ist, und wundert euch nicht, ich bin auf PC, ich spiele auf der PS5 normal. Deswegen ist halt alles ein bisschen, ich muss noch die Knöpfe finden, so stellenweise. So, auf jeden Fall, pass auf. Wir machen die Map auf und brauche ich zu. Es hängt aber ein bisschen, ne? PTS. Okay, ist mir gestern schon aufgefallen. So, und zwar geht es um die Projekte, beziehungsweise generell um die Tatsache, dass jedes Game, das ich gespielt habe, was ich länger gespielt habe, was so MMO-like war oder ein Looter-Shooter, das ein bisschen länger gefesselt hat, es hatte immer so ein paar Mechaniken und so ein paar Missionen. Ich meine, ihr kennt das alle wahrscheinlich. Dailies, also tägliche Missionen, Weeklies, wöchentliche Missionen und oder so ein paar andere spezielle Sachen in die Richtung. Aber es waren immer Sachen, die einen zusätzlich zu dem, worauf man eh Bock hatte zu spielen, immer mal so ein bisschen angetrieben haben, dass man einfach was macht und entsprechend dafür belohnt wird. Bei Division 2 ist es so, dass das Ganze über die Projekte läuft. Es aber so war, oh, ich muss hier rüber. Es aber quasi so war, dass die Projekte absoluter Mumpitz waren. Bis auf so ein paar, ne, eigentlich nicht bis auf so ein paar, die waren alle Mumpitz. Die haben, das höchste Gut, was man gekriegt hat, war mal ein exotischer Behälter und so, was okay ist, aber mehr auch nicht. Und das für die Zeit, die man investiert, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Ich fand es absolut unnötig. Ich persönlich habe seit Ewigkeiten bin ich keine legendäre Mission mehr gelaufen, auch in Bezug aufs Projekt, um da was abzugreifen. Geschweige denn eine normale Mission oder was weiß der Geier. Ich weiß nicht, wie vielen von euch es auch geht. Im Stream hat man ein paar Leute, die auch gesagt haben, ja, ne, ich mache vielleicht nur ein oder zwei und sonst gar keine oder ich mache auch gar keine. Und ich bin froh, dass sie das endlich eingesehen haben und da ein bisschen was gemacht haben. Weil die Projekte im Project Resolve, jetzt mit der Season 3, die werden deutlich besser sein. Heißt, egal was man da macht, seht ihr das tägliche Projekt hier, die wechseln natürlich die täglichen, ne? Aber in dem Vergleich nehmen wir es mal, Coney Island durchkämmen, tägliches Projekt, die Ziele, die wir machen müssen, aber dafür gibt es auch einen ganzen Arsch voll was. Exotische Komponente, die man eh braucht, dadurch, dass die Ressourcenanforderungen für zum Upgraden ein bisschen runtergedrosselt wurden, absolut perfekt. Eine Shade-Kalibrierung, XP, und zwar richtig gut XP. Sogar und ein Kopfgeld-Einsatz, Rekalibrierungsbehälter, ausgerüstetes Objekt und eine Anfertigungsblaupause. Also alles Zeug, was man gebrauchen kann. Und wo man auch sagt, oh komm, nice, wo man mit rechnen kann, wenn man auf irgendwas hinarbeitet. Richtig gut. Wie gesagt, längst überfällig. Gleiche gilt halt auch für die wöchentlichen und so, ne? Ist richtig gut was drin. Hier 3 exotische Komponenten, 5 Shade-Kalibrierungen, ein komplettes Level mit 700.000 XP. Sehr, sehr cool. Alleine hier von dem Projekt, ne? Und dann den Rest, ihr seht's. Anfertigungsblaupause. Richtig geiler Scheiß. Und ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Weil für mich ist das eine Sache, ich renne so gerne in der Open World rum und mache einfach meinen Scheiß und so, mach und tu, ne? Aber ich kam halt wirklich nicht mehr so auf die Idee, ach, guckst du mal in die Projekte, kannst du nebenbei noch damit machen? Weil wofür? Jetzt sieht die Sache anders aus. Loggst du dich gerne ein, guckst und machst, hast eh ein Ziel, mach deine Projekte und dann gut ist. Ich find's gut. Wie gesagt, für mich eine der besten Änderungen in dem Update. Und wie gesagt, schreibt mir dazu, was ihr darüber denkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne im Discord und bei uns auf Twitch vorbei. Und ich sag bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Bye.